Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video zeige ich euch ein paar kleine Informationen. Zudem läuft gerade der Free Fortnite Trailer, denn falls irgendjemand es nicht mitbekommen haben sollte, Epic Games hat gegen die Nutzerrichtlinien von dem App Store, also Apple, verstoßen und haben dort der App Store darauf reagiert, dass sie Fortnite aus dem App Store gebannt haben. Und nun geht der Hashtag Free Fortnite rum. Also zu einem finde ich das schön, dass sie hier die Community ein bisschen dazu bewegen. Zu einem finde ich das trotzdem ein bisschen dumm, weil die verstoßen gegen die Regeln vom App Store und beschweren sich noch dann darüber, dass sie aus dem App Store gebannt werden, obwohl sie bewusst die Regeln gebrochen haben. Die bieten im App Store schon einige Jahre was an, also ist jetzt für mich unverständlich, warum die jetzt die vor Gericht ziehen wollen. Aber es gibt eine kostenlose Spitzhacke. Die Sternschnuppenstab-Spitzhacke gibt es aktuell dafür, dass 20% nun auf die V-Bucks gibt. Also wenn ihr euch V-Bucks kaufen wollt, die kosten inzwischen nun weniger. Wenn ihr in den letzten 30 Tagen euch V-Bucks gekauft habt, zum Beispiel 1000 V-Bucks für 9,99, erhaltet ihr 20% der V-Bucks auf euer Konto gutgeschrieben in eigentlich 24 Stunden oder wenn nicht sogar alle schon drauf sind. Also ihr bekommt die V-Bucks obendrauf, wenn ihr euch in den letzten 30 Tagen hier was gekauft habt. Und soweit ich das mitbekommen habe, sind das nicht einfach so neue gesenkte Preise einfach so, sondern laut meinen Infos sind die jetzt dauerhaft so. Also das ist kein Event, die könnt ihr jetzt immer für die Preise kaufen und damit auch billiger somit im Itemshop einkaufen. Das Ganze gilt auch für die Pakete, wie zum Beispiel Shadow Pack. Das war letztens hier auch drin. Das Vespia Pack kostet jetzt nur noch 4,99. Da bekommt ihr vielleicht auch noch 100 V-Bucks so drauf. Und natürlich könnt ihr mit dem Creator Code auch Leute unterstützen. Meinen könnt ihr gerne eingeben. Habe ich jetzt auch schon ein bisschen. Bewerbe ich nicht so oft. Aber wenn ihr mich kostenlos unterstützen wollt, schaut dort gerne mal vorbei. Und hier haben wir, was haben wir? Heute haben wir ein neues Outfit. Penny. Sieht wie Rettet die Welt aus. Soll auch schon eine älteste, also von den Rette die Welt Leuten sein. Genug gequatscht, ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns Montag um 15 Uhr zu einem neuen Video zurück. Haut rein, dort gibt es wahrscheinlich auch wieder Fortnite. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und ciao Leute.